Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kreativzeit mit Elna. In diesem Video wirst du verschiedene Techniken kennenlernen, wie du die Abschlüsse an einem Oberteil wie ein Profi mit der Coverstichmaschine nähen kannst. Für dieses Projekt wurde ein einfaches Kinderträgertop gewählt. Wenn du Lust hast, dieses Top nachzunähen, dann findest du auf unserer Website bei den Inspirationen die Anleitung zur Schnitterstellung, wo du nach Maß deinen Trägertop selbst gestalten kannst. Die Halsausschnittkante wird mit einem Ziergummiband verziert. Dafür bügelst du die Halsausschnittkante 1 cm nach innen. Mit dem Gummibandkräusler der Coverstichmaschine nähst du das Ziergummiband an. Die Anleitungen zu den verwendeten Zubehören in diesem Video findest du ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal oder du findest den direkten Link in der Videobeschreibung. Mit dem einstellbaren Druck auf das Gummiband kannst du entscheiden, wie stark dein Gummiband gedehnt werden soll. Umso gedehnter das Gummiband, umso höher der Kräuseleffekt. Bei dieser Technik sparst du mehrere Arbeitsschritte. Das Gummiband wird gleichzeitig angenäht und sauber abgesteppt. Als nächstes schließt du eine Seitennaht von dem Trägertop. Schneide anschließend das überstehende Gummiband am Halsausschnitt zurück. Lege nun das Rückenteil rechts auf das Vorderteil. Zum Zusammennähen wird hier die Overlockmaschine verwendet. Diese schneidet die Kante ab, fasst diese sauber ein und näht unsere Schnittteile perfekt zusammen. Zusätzlich erhältst du eine sehr haltbare und elastische Naht. Eine Seite des Trägertops ist zusammengenäht und das Gummiband hast du passend zurückgeschnitten. Als nächstes wird der Rückenausschnitt und die Armausschnitte mit der Bandeinfassführung der Coverstichmaschine eingefasst. Gleichzeitig werden zwei Träger miterstellt. Dafür benötigst du einen Einfassstreifen in der passenden Breite zur Bandeinfassführung. Dieser sollte in der Länge dehnbar sein. Rolle den Streifen auf eine leere Garnrolle auf. Die schöne Seite vom Stoff liegt dabei außen. Wenn dein Muster auf dem Stoff nur in eine Richtung verläuft, dann achte darauf, dass dein Muster beim Aufrollen nach unten schaut. So ist es später wieder richtig herum. Stecke die Garnrolle mit dem Band auf den praktischen Bandhalter und fädle den Streifen in die Bandeinfassführung ein. Dieser Schritt wird dir detailliert in dem Anleitungsvideo für die Bandeinfassführung gezeigt. Zuerst beginnst du damit, ein kurzes Stück von dem Einfassband zusammenzunähen, ohne das Trägertop mit einzufassen. So erhältst du direkt einen passenden Träger, den du später nur noch an das Rückteil annähst. Wenn der Träger lang genug ist, dann lege jetzt dein Trägertop mit der rechten Seite nach oben in die Bandeinfassführung ein und nähe weiter. Da der transparente Einfassfuß eine Führung besitzt, ist es noch leichter, die Ausschnittkanten perfekt einzufassen. Nähe noch ein kleines Stück über die Ausschnittkante hinaus und schneide hinter dem Fuß das Band einfach ab. Jetzt beginnst du bei der offenen Kante am Rückenausschnitt. Lege das Trägertop wieder mit der rechten Seite nach oben in die Führung zwischen dem Einfassstreifen ein und beginne zu nähen. Wenn du bei der Seitennaht angekommen bist, dann lege die innere Naht mit Hilfe einer Pinzette in die richtige Richtung. Bist du am Halsausschnitt angekommen, nähst du einfach weiter. Der Einfassstreifen wird wieder zusammengenäht, sodass du deinen zweiten Träger erhältst. Nähe die Träger lieber etwas länger. Sie werden später noch auf die gewünschte Länge angepasst und gekürzt. Nun sind die Ausschnittkanten perfekt eingefasst und du hast gleichzeitig zwei passende Träger erhalten. Lege deine noch offene Seitenkante bündig rechts aufeinander. Damit dir während des Nähens nichts mehr verrutschen kann, fixiere deinen Stoff mit Klammern. Um einen exakten Übergang bei dem Einfassstreifen zu erhalten, ist es ratsam, mit der Nähmaschine innerhalb der Nahtzugabe eine kleine Hilfsnaht zu nähen.
So kannst du anschließend bequem mit der Overlock die Seitennaht schließen und kannst sicherstellen, dass auch an dieser Stelle definitiv nichts mehr verrutschen kann. Die Fadenenden der Overlock, auch Raupen genannt, kannst du mit einer Nadel in die Seitennaht einziehen. So sicherst du am effektivsten deine Overlock-Nähte. Jetzt kannst du mit einer Anprobe testen, wie lang die Träger sein sollen und bestimmst die Position der Träger am Rückteil mit einer Markierung. Stecke die Träger an der Innenseite vom Rückteil gut fest und überprüfe vor dem Annähen, ob beide Trägerabstände zu den Seitennähten identisch sind. Der Träger wird nun genau auf der Naht vom Einfachstreifen angenäht. Für mehr Spielraum kannst du, wenn möglich, den Freiarm deiner Nähmaschine freilegen. So kannst du das Top einfach drüber stülpen und die Träger bequem unter den Nähfuß legen und annähen. Mit dem Handrad kannst du die Nadel perfekt auf die vorhandene Naht positionieren. Nähe beide Träger an. Am Anfang und am Ende wählst du zur Nahtsicherung die Punktverriegelung aus. Dabei vernäht die Maschine den Faden mehrmals an gleicher Stelle. So sollte das jetzt aussehen. Den überstehenden Einfachstreifen kannst du jetzt einfach abschneiden. Der obere Teil des Trägertops ist nun fertig und macht echt was her. Für den unteren Bereich des Tops wird die Saumführung der Coverstichmaschine für einen sauberen Abschluss verwendet. Der umgebügelte Saum wird mit der Saumführung in exakter Position gehalten. Du wirst staunen, wie leicht es ist, deinen Saum gleichmäßig anzunähen. Die Saumabstände kannst du individuell einstellen. Hier wurde 2,5 cm gewählt. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die Seitennaht am oberen Teil mit einer kurzen Naht festnähen. Das Trägertop ist fertig und sind wir mal ehrlich, besser als so manches, was du im Geschäft fertig kaufst, oder? Handgemacht bleibt eben einzigartig. Hoffentlich hattest du Spaß bei dem Video, Spaß dabei, die verschiedenen Zubehöre kennenzulernen und dabei richtig Lust bekommen, das Trägertop nachzunähen. Elner Zubehöre erhältst du bei deinem Fachhändler. Ob es diese Zubehöre auch für deine Maschine gibt, erfährst du auf unserer Website in der Rubrik Zubehör. www.elner-nähmaschinen.de